Ich bin ein sehr ruhiges Mädchen. Ich liebe die Natur, die Ruhe. Ich mag alles, was schön ist. Ich liebe die Vögel. Ich liebe das Meer, den Sand, die frische Luft. Ich liebe die Freude, der Himmel, die Schönheit, die Gelassenheit, die Meereswelle. Ich bin hoffnungsvoll. Ich liebe gern. Ich möchte für meine Familie und für mich selbst leben. Hallo, ich bin Mariam Labidi, ich habe 17 Jahre alt, ich bin Tunesin, ich komme aus La Marsa und wohne in La Marsa auch. Ich lebe mit meinen Eltern, meinem Bruder und meiner Schwester. Und das ist meine Schwester Lina. Meine Schwester ist alles in meinem Leben. Sie ist meine beste Freundin. Ja klar, sie ist noch klein, aber wir verstehen uns sehr gut. Sie lässt mich immer jung fühlen. Ich verbringe die meiste Zeit mit ihr. Ich habe ein Ziel in meinem Leben. Ich möchte Kinderarzt werden, denn ich möchte den Armen helfen. Ich möchte Menschen glücklich machen und sehen. Sidi Bou Said ist einer meiner besten Orte, wo ich hin will, wenn ich mich gestresst fühle. Also in meiner Freizeit bringe ich meinen Fotoapparat und fahre darin. Fotografieren ist mein Hobby. Ich habe Fotos von Natur, Tradition, Menschen, alles, was schön ist. Manchmal möchte ich allein sein in meinem Zimmer oder in einem schönen Ort, weit weg von allem, weit weg von der Studie, weit weg von Stress, weit entfernt von Verantwortung. Es ist komisch, über die Verantwortung in meinen Eltern zu sprechen. Manchmal möchte ich alles verlassen. Thank you.
Das Problem heute ist, dass unsere Generation weg von Büchern ist. Aber ich finde Bücher sehr interessant. Ich glaube, wenn man mit seiner Meinung überzeugt ist, kann man diese nicht ändern. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt von der Bedeutung der Bücher, um diese richtig auszunutzen, um damit sie zu lesen und sich gut auszubilden. Und das ist sehr wichtig für den Fortschritt unserer Gesellschaft in den verschiedenen Bereichen. Hallo, Hashem. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Was machst du? Ich mache eine Recherche über Genetik. Okay. Warum suchst du im Buch und nicht im Internet? Denn die Informationen im Buch sind immer richtiger als im Internet. Im Internet findest du die Informationen schneller als im Buch. Nein, die Informationen kann man leichter in einem Buch finden und verstehen, weil das im Internet sehr kompliziert ist. Sehr gut. Hallo, ich heiße Ahmed Derwish und bin Schüler im Inari Duaji Schule. Ich gehe in die 12. Klasse. Ich möchte vom Leben in der Jugend, in der Familie und in der Schule sprechen. In der Tat gibt es heutzutage viele neue Tendenzen und Veränderungen, die unsere Generation beeinflussen. Und das ist sehr sichtbar im Charakter der Jugendlichen, in ihrer Erziehung und Gedanken, was ihre Neigung zum Genießen der Freiheit erklärt. Die Suche nach der Freiheit und damit die Unabhängigkeit macht oft Konflikt zwischen den Eltern und der Jugendlichen, denn beide sehen das Leben anders. Junge fand auch in der Schule einige Probleme.
viele die Ausbildung vermogen zu. Fahren der Junge nicht die Zeit haben oder Sport oder die Clubs spielen. Also das Leben Jungen fährt sehr im Kreisäcker und voll Routine. So, ich möchte ein perfektes Leben mit Freizeit haben. Deshalb möchte ich später einen guten Beruf haben. Ja, um 10 Uhr bin ich in die Stadt gegangen. Um 10 Uhr bin ich in die Stadt gegangen. Um 10 Uhr bin ich in die Stadt gegangen. Und was ist das Verb im Infinitiv? Gehen, sehr schön. Das Verb ist gehen. Ich bin gegangen. Das ist perfekt. Guten Tag, ich heiße Elmira Benhoma. Ich bin Deutschlehrerin in einer deutschen Schule. Meine Schüler, die diesen Film gemacht haben, sind alle Empfänger mit der deutschen Sprache. Das heißt, sie machen alle Niveau A1. Wir hatten einen Deutschclub am Freitagnachmittag. Und ich wollte die Schüler einen Dokumentarfilm auf Deutsch drehen lassen. Aber was könnte die Idee dieses Films sein? Im Club haben wir lange darüber gesprochen. Und endlich haben wir eine Idee gefunden und wir haben darauf eingegangen. Dieser Film ist das Ergebnis dieser Idee. Ahmed, Furat, Mariam und Fedi haben den Titel dieses Films selber ausgewählt. Sie haben ihre Ideen, Denkweisen und Worte ins Deutsch übersetzt und ich habe ja manchmal korrigiert, meistens sozusagen korrigiert. Und Furat hat die Montage gemacht. Es ist sehr schön, sie mit voller Energie arbeiten zu sehen. Und endlich hoffe ich, dass der Film das Publikum gut gefällt. Und ich hoffe, wir haben es geschafft, einen guten kleinen Dokumentarfilm gemacht zu haben. Ich danke meinen Schülern für ihre Bereitschaft, ihre Liebe der deutschen Sprache und der Deutschlehrerin. Und vielen Dank.